Heute Morgen, der Kaffee läuft, das Wichtigste überhaupt. Und da unten wird ein bisschen geschlappert. Ihrer? Boah. Ach du meine Güte. Ja, heute steht Buchhaltung an, den ganzen Vormittag. Heute Mittag fahren der Luise und ich dann nach Fürth ins Hauptbüro rein, wo wir einen Film mit dem Michi machen werden. Und zwar wird er uns zeigen, wie man sich auf den Umgang mit Covid-19-Leichen vorbereitet, wie man das vorbereitet und auch nachbereitet, die ganzen Schutzmaßnahmen etc. Dann muss ich nach unten im Keller die ganzen Schutzausrüstungen checken, wie viel wir da noch haben. Und dann schauen wir uns an, wie unser Ausflug vor 2 Wochen ins Krematorium Aalen mit dem Sternfotografen war, weil da wurden wir begleitet, wie wir quasi einen Verstorbenen, der an Covid-19 verstorben ist, ins Krematorium gebracht haben und die Schutzmaßnahmen dort bis hin zur Kremation, ja, ziemlich spannend. Aber schaut es euch selber an. Jetzt erstmal Buchhaltung. Ich suche mal den Herrn Hetzer an, der klar ist für heute Nachmittag. Oh. Morgen, was gibt's zum Frühstück? Honigbrot, verstehst du? Sehr lecker. Ich brauche mal dein Handy wieder. Nee, der Hannes. Guten Morgen. Also, guten Morgen. Nur mit Luis am Handy. Servus. Also, ich wollte noch mal wegen heute Nachmittag fragen, ob, ja, scheiße, da war ich ob das hinhaut. Passt. Okay, super, dann sind wir so um 12:30 bei dir. Unterwegs zu Michi, der wartet im Büro schon auf uns. Mal schauen, ob er aufgeregt ist, weil der mag sowas ja immer nicht so. Aber wenn ich mir sein letztes Video so anschaue, das war ein One-Taker, wird schon klappen. Fertig aufgebaut, die Technik steht. Ich stelle mir auch mal deine Beleuchtung. Da ist mir schon ganz schön hell, muss ich sagen. So, also dann Film ab. Wir sind fertig, das war jetzt Bombe. Der Michi, oh nee, den dürfen wir ja nicht zeigen, der möchte nicht öffentlich zu sehen sein. Aber er hat sehr gut gemacht. Michi, oder? Sag mal wenigstens was. Ja. Michi? Ja, oh. Also nee, Spaß beiseite. Super Video, das wird jetzt geschnitten. Wir sind gespannt. Ich denke, das wird dem einen oder anderen Kollegen sehr viel weiterhelfen. Jetzt checken wir mal den Bestand dieser ganzen Schichten. Ich zeige euch mal, wo das gelagert ist. Wow, das Lager ist tatsächlich voll, allerdings nicht nur mit Desinfektionsmittel und Schutzkleidung, sondern auch mit Stühlen. Unsere Trauerhalle, die ist nämlich nicht mehr so eng bestuhlt. Das dürfen wir ja gar nicht machen, sondern mit Sicherheitsabstand. Hier sind die ganzen Schätze. Wir zahlen horrende Preise oder wir haben horrende Preise gezahlt für diese ganzen Desinfektionsmittel, aber wir haben genug auf Lager. Die Schutzkleidung konnte man tatsächlich vor 2 Wochen gut gebrauchen, weil wir nach Aalen ins Krematorium gefahren sind, mit denen wir zusammenarbeiten und ein Sternfotograf war auch mit dabei. Die wollten nämlich eine Fotostrecke erstellen von einem Corona-Verstorbenen bis hin zu, also vom Anfang bis hin zur Einäscherung. Was da alles so abgegangen ist, zeige ich euch jetzt. Ja, das sind spannende Bilder aus Aalen, vor allem auch der Moment, wenn der Ofen aufgeht und der Sarg reingeschoben wird. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Nächster Blogbeitrag kommt am Montag. Bleibt dran.